So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Ja, im letzten Part waren wir in den Ruinen von Pandoria, haben die komische Fratzenwand gekillt und haben uns hier noch ein bisschen was abgesahnt von der Belohnung vom König. Dann haben wir ja noch den Auftrag erhalten, zum Wassertempel zu gehen oder zur Aquarie. Ja, ist eigentlich dasselbe, scheißegal. Aber ich gehe erstmal zum Wassertempel, genau. Zum Lavatempel, um meine Orbs zu verballern für die Weapon. Diese fucking awesome sind. Da. Ach ja, alles wieder so happy hier. Schnellreise gibt's natürlich da nicht hin, was ich total behindert finde. Aber damit muss ich leben. So, nochmal kurz. Steuerung. Okay. Steuerung ist wieder klar. So, der ist erledigt. Die Blume ist auch gleich dort. Steh da mit den Blumen! Ja, ich hab gesagt, nie noch mit dem Blumen, okay. Ich bin ein Mähdrescher. Oder ein Rasenmäher. Hey, da ist noch was. Mensch. So, gehen wir weiter. Gehen wir mal hier. Ja. Na, das war dezent daneben von mir. Und wieder so eine scheiß Dornwespe. Greift an, geht doch. Macht schon Spaß, die Gegner hier langsam ohne zu killen. Langsam alles tot. Genau, so muss das laufen, ja. Oh, das ist Ruhe. Meine. Was drinne? Sag's schon. Goldmünzen. Damit kann ich gerade noch so leben. Du. Da ist noch einer. So. Gleich haben wir es geschafft, wenn da nicht die Truhe da wäre. So. Bonbon ist zu viel. Du bist zu viel. Ich möchte schön lang das Projekt machen. Ich dran denke, was ich noch alles machen muss hier. Aber das mache ich ja gerne. Ich sollte aufhören, mit der Musik mitzumachen. Da kommt eine Scheiße raus, wenn ich sowas mache. Da, fuck. Geht einfach weiter. Die kriegt man jetzt. Haja! Blöde Blume. Guck dich nicht mit mir an. Da ist noch einer. Er macht einfach mal einen Backflip. Ja, Backflip. Voll awesome, nach hinten. Wäre ja auch dumm, wenn er einen Backflip nach vorne macht. Er weicht einfach super aus dem Haus. Ohne irgendwelchen Schaden zu nehmen. Also meine Sätze sind wieder bestes Niveau. Bestes Sprachniveau und beste Logik ever. Ja, die Kiste sollst du jetzt nicht erstechen. Ja. Kann ich doppelt. So. Mann, ja. Ah, ist er noch da? Nee, Raffi ist nicht mehr da. Er kann mich nicht mehr leiden. Finde ich sehr deprimierend. Hallo Schmiedi. Keine Ahnung, was ich dir gesprochen habe. Welche Waffen sollen erneuert werden?
Erstmal mein Breitschwert. Okay. Scharfschwert. Klingt behindert. Ja. Also das finde ich jetzt nicht nett. Gaslanze. Das ist sehr gemein. Das mit dem Schwertschlag wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Aber okay. So, jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Also ich kann mich mit Kanoni feuern. Kanoni, Bruder. Wenn der so sozial ist. Weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Mal merken. Ich werde es noch öfter passieren. Wahrscheinlich, vielleicht. Wenn ich keine Lust habe, irgendwie was anderes zu machen. Wenn ich keine Lust habe, den Weg zu laufen. Jetzt komm! Kaltin! Oh, der war benebelt. Das macht also die Gaslanze. Alles klar. Ich habe schon gesehen, der Blume. Dann geht's zum Kanoni-Bruder. Hallöchen. Eine Flugreise für 50 Goldmünzen. Zum Wasserpalast. Guten Flug auf in die Kanone. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gleich kriegt man einen epileptischen. Und jetzt. Was, das will ich mir nicht noch spielen. Also so richtig nachts, wenn ich gerade aufgewacht bin. Und dann so sehe ich das Flackern und dann... Bah, au. So, was geht hier ab? Was ist hier los? Noch gar nicht. Okay. Hier ist noch gar nicht los. Gutes Tag. Ich bin wieder zurück. Der Mana sagt, ich weiß, ich werde gestohlen. Ich bin völlig ratlos. Das müssen sie getan haben, während Frosta in Gefangenschaft war. Vom Wasser erfuhr ich, dass sie den Samen zum Elfenteich gebracht haben. Ich glaube nicht, dass sie zum Imperium gehören. Bring den Samen zurück. Okay. Okay. Das muss ich nochmal überlegen. Wie das nochmal war. Ich glaube, ich gehe jetzt. Oh, ich gehe jetzt hier lang. Ich gehe jetzt einfach mal durch den Wald. Character Wechsel. Wechsel. Und. Peitsche! Jetzt hab ich mir einen nervigen Weg erspart. Erkämpf dich doch in der Ecke! Ich mag keine Kämpfer, wir sind ja nicht in COD. Meine Fresse. Ich glaube, die Gegner kennen das noch nicht. Die sind genauso wie welche, die COD spielen. Manche. Setzen sich in die Ecke und warten. So machen es die richtigen Camper-Profis. Die Kiste ist mir völlig egal. Ist richtig? Ich glaube, ich laufe richtig. Ja, ich laufe richtig. Pilzkopf einfach ignorieren. Hätte ich eben auch machen können. Hoffe ich es ja auch nicht mehr. Du dumme Sau, schießt nicht nochmal auf mich. War ja völlig herbenebelt. Und hier rein. Hier rein. Da kriegen sie uns nicht. Quatsch.
Diese Bockratte war im Arsch. Yay. Kobold erreicht Level 13. Okay. Okay. Gerade noch so. Komm da raus. Du backst jetzt nicht an irgendwas rum. Klatsch. Bad hit, bad hit. Good hit. Schon sind wir wieder draußen. Hätte ich vielleicht auch beim Wasserpalast zu bauen sollen. Wäre um einiges schneller geht. Na, ist doch da wieder. Oh mein Gott, ihr lebt ja noch. Ihr lebt ja noch. Ja, dann wenn ich sterb. Dann hätte das Let's Play ja keinen Sinn hier. Tod. Ich sag tot. Geht doch. Das ist, was ich immer wiederholen muss hier. Also zumindest bei den meisten muss man sich wiederholen. Ah, erstmal daneben springen. Ich mach dich kaputt, Junge. Oh, creepy Musik, Alter. Die Musik ist cool. Das ist schön, voll gechillt und so. Oh ja, die hat ein bisschen Damage gekriegt. So, du kriegst da noch Damage und bist tot. Wieder Musik switchen und gleich wieder. Und zwar jetzt. Los. So, erstmal speichern. Nein! Verdammt! Ich wollte nicht schlafen. Nein! Mann! Das ist jetzt doof. Ich wollte doch gar nicht hier schlafen. Warum macht das Spiel das, was ich nicht will? Den Spielstand speichern. Ja. Mittlerweile Level 60. Oder so. Otter. Hey, Lebenswasser kann ich auch mal kaufen. 13. Aber dauert nicht mehr lange. Also nochmal schön shoppen gehen. Mit gechillter Musik. Ich werd gerufen. Kannst du mir helfen? Jetzt kannst du mir gar nicht mehr helfen. Weil mir ist nicht mehr zu helfen. Was sagst du? Die Diebe sind und sie wollen als nächstes den Lava-Tempel überfallen. Ich gehe in den Tempel und du kümmerst dich um die Diebe. Sehr vorsichtig, du weißt nicht, was dich erwartet. Alles klar. Hallöchen, Chefe. Das schief da, der Diebe ist in diesem Loch. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich ihn gerettet habe. Nur wieder zu lange. Ab ins Loch! Nein, ich habe keine Walnüsse mehr. Das kommt jetzt doof, wenn ich zaubern muss hier. Was ist da drinne? Ein Peitschenorb. Der Mana-Sand des Wassers. Wie seid ihr reingekommen? Das werdet ihr wollen. Ihr wollt wissen, wozu wir den Mana-Sand brauchen?
wissen wir doch. Nicht ihr. Wir brauchen den Samen, um unseren Superroboter in Gang zu bringen. Wir nennen ihn Frillboy. Genau. Schaltet ihn an. Genau. Ja, Sir. Na, jetzt wird's was. Noch einer. Und da ist er auch schon. Schnappt ihr euch uns. Schaltet unseren Frillboy ein. Ah, was war das? Zu viel Energie, er ist außer Kontrolle. Entfernt den Zaun. Benutzt die Notenergie. Ja. Schlammbombe. Okay. Ja, ich würde einfach mal das versuchen. Das hilft. So. Oi. Oh nee. Kannst aushalten. Oh, wie hat das mich jetzt getroffen, ey? Das sehe ich nicht ein. Oh Gott. Nein, okay, geht weiter. Ups. Quatsch. Ich muss wieder auf Magie wechseln. Ich muss nochmal Kraftwasser machen. Quatscht. Komm da weg, Mädel. Ich hab doch gesagt, komm da weg. Nicht so getroffen, aber egal. Treff nicht. Au. Scheiße. Das ist ganz schnell. Jetzt kriegt doch jeder. Jetzt ist er mobil. Hat zwar nicht getroffen, aber wait. Reagiert nicht so allergisch auf Magie. Meine Fresse. Er war noch voll allergisch gegen irgendwas. Aha! Gibt's doch jetzt nicht!